So, da sind wir wieder bei der Geheimakte Dunguska im Kanal. Letztens wusste man nicht, wie es weitergeht. Jetzt schauen wir mal, ob wir jetzt hier irgendwie weiterkommen. Und da gehe ich jetzt nochmal rauf am besten. Schaue mich jetzt hier nochmal komplett um. Ich nicht irgendwas vergessen habe. Diesen Müllhaufen hier oder Schutt nochmal alles anklotzen. Ich habe schon alle Schätze gehoben. Natürlich könnte ich noch ein bisschen aus Spaß im Dreck wühlen. Später vielleicht. Dreck, Unrat, Zeugs. In Fachkreisen auch Gerümpel genannt. Das Ding würde sich wahrscheinlich selbst mit Rädern nicht mehr bewegen. Ohne Räder wird's wohl extrem unwahrscheinlich. Die Rostlaube ist in einem echt erbärmlichen Zustand. Da müssen wir einfach noch mal alles jetzt probieren, um weiterzukommen halt, ne? Ein Werbeplakat der Gartuso Corporation. Tierisch teuer, schlechte Netzabdeckung, mieser Service. Wenn das Ihre Ansprüche an das Mobiltelefonieren von heute sind, gehen Sie zur Konkurrenz. Wenn nicht, kommen Sie zu uns. Gartuso Telekommunikation bietet für jeden Bedarf die optimale Vertragsoption. Individuell zusammenstellbar. Wechseln Sie jetzt. Die sind ja mittlerweile überall. Zu Hause habe ich von denen auch schon Dutzende von Prospekten zugeschickt bekommen. Jo, wechseln Sie jetzt. Genau, jetzt haben wir also jetzt das und das und das und das. Gehen wir nochmal hinter zu diesen Russen da. So, vielleicht habe ich jetzt hier irgendwas noch vergessen. Zigarettenstummel. Da raucht zu viel, sagt sie gleich wieder. Wenn die alle von heute sind und auch noch alle vom Wachmann stammen, da sollte ich eigentlich problemlos reinkommen, nach Sergejs Theorie. Und nu? Ja, und nu? Von da oben lässt sich das gesamte Gelände überblicken. Ich sollte als... Hallo, Yushin. Irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Nein, alles ruhig. Der Typ, der den Posten von Sergejs Kontaktmann übernommen hat, sieht extrem durchtrainiert aus. Da hier ist auch nichts weiter. Nee, da müssen wir wieder vorlaufen. Kann man da die irgendwas noch machen? Zigarette. Na, hier müssen wir da reingehen, ne? Ach nee, geht nochmal rauf, vielleicht mal. Da geht's runter. Zu dem verdauten Hühnchen von gestern. Lecker. Ach genau, das hat es auch gezählt. Genau, das war das. So, gehen wir da runter. Es stinkt bestialisch. Was der Grund dafür ist, kann ich mir denken. Das muss ich nicht noch genauestens analysieren. Der helle Lichtstrahl könnte von einem Scheinwerfer kommen. Demnach müsste ich jetzt bereits unterhalb des Bahnhofs sein. Jawohl. Müllhaufen. Einige der Soldaten scheinen das Loch im Boden für eine Art Mülleimer zu halten. Die hätten ja wenigstens ein paar alte Goldringe fallen lassen können. Hätten sie gekonnt, ne? Aus dem Rohr kommt wohl Abwasser vom Bahnhof. Was auch bloß. Jetzt haben wir eigentlich wieder alles hier angeschaut. Diese Türe kennen wir ja schon. Ja, eigentlich müssen wir hier durch diese Türe wieder gehen. Hier gucken wir nochmal, ob wir hier irgendwas vergessen haben. Diese Tonne. Keine Ahnung, was da drin ist. Sieht ein bisschen nach Sondermüll aus. Ein Ventil. Damit kann man wohl die Leitung öffnen oder schließen. Das war bloß. Wenn ich das Ventil aufdrehe, müsste das Abwasser durch dieses Rohr fließen. Wenn denn Wasser fließen würde. Und solange keins fließt, brauche ich auch nicht unnötig am Rad zu drehen. Ah, ja. Verteiler. Da ist ein kleiner Schlüssel drin. Ein Sieb am unteren Abflussrohr verhindert, dass der Schlüssel weggespült wird. Das Sieb soll wohl den Dreck aus dem Rohrsystem raushalten. Ja, das ist schön. Mit diesem Sieb. Hier, was ist mit diesem Deckel? Die ist mit roter Farbe eingesprüht. Ob das was zu bedeuten hat? Eine Öffnung für einen Schlüssel oder etwas ähnliches ist jedenfalls nicht zu sehen. Nee. Naja, dann gehen wir wieder rauf. Also hier mit diesen
Abflussteil, da weiß ich jetzt nicht, was ich noch machen sollte. Ich gucke jetzt hier nochmal. Ich hier irgendwas Rauchen verboten. vergessen habe. Ach, diesen Durchgang war letztens auch schon da, oder was? Ne, bescheuert, oder? Sagen So die ganz was? allmählich werde ich aber schon nervös. Ich laufe hier seit fast 3 Stunden Kreise in den Boden und konnte immer noch keine rauchen. Jetzt reißen Sie sich mal zusammen, Romanova. Sie wissen ganz genau, dass wir völlig unterbesetzt sind. Die meisten Soldaten sind schon im Zug. Ein paar Minuten werden Sie wohl noch überleben. Ja, ich weiß. Aber ich habe mir schon sämtliche Fingernägel abgekaut. So langsam wird's echt kritisch. Romanova, Sie... Ach, kommen Sie. Nur 5 Minuten. Okay, ist ja schon gut. Ich muss noch kurz ein paar Sachen klären und dann werde ich hier für Sie die Stellung halten. Danke, Sie sind ein Schatz. Apropos Schatz, Sie rauchen bei Yushin am Seiteneingang, ist das klar? Sonst baggern Sie wieder irgendeinen Ihrer Kollegen an und sind dann Ewigkeiten weg. Hey, ist ja okay. Mit Yushin komme ich sowieso prima zurecht. Schließlich sind wir beide der Meinung, dass Männer die besseren Liebhaber sind. Gut, bin gleich wieder da. Dann können Sie Ihre Pause machen. So, da siehst du? Jetzt haben wir die belauscht. Löscher hat sie in die Boden gelauscht, da hat sie recht. So verzweifelt russische Klofrauen bestehlen zu müssen, bin ich dann doch noch nicht. Ein kleiner leerer Teller mit ein paar Münzen drauf. Kann ich jetzt hier gar nicht rein, Wenn wa? ich da jetzt einfach so reingehe, wäre eine Verhaftung wohl noch das Beste, was mir passieren könnte. Ach so, okay. Ach so, weil ich hier diese... guck mal, Kippe Della. Sind Sie nicht ganz bei Trost? Ich reiß mir für Sie extra den Arsch auf, damit ich 5 Minuten abzwacken und Sie vertreten kann, damit Sie Ihre Pause bekommen. Und das ist der Dank. Aber ich... Das wird Folgen haben, das schwöre ich Ihnen. Sie wissen ganz genau, warum hier absolutes Rauchverbot ist. Aber das hat Konsequenzen. Das wird ganz sicher Konsequenzen haben. Eieieiei, Romanova, Mensch. So, jetzt ist der Raum leer, jetzt geh ich rein. Hoffentlich kriegt die Arme nicht allzu viel Ärger. Ach, ist doch egal. So, da gucke ich mir mal schnell alles an hier. Bevor die wiederkommen. Ah, hier, da können wir anziehen, wa? Die sollte ich gleich mal anprobieren. Wenn sie passt, falle ich wenigstens nicht sofort als Zivilist auf. Funkgerät, alles mitnehmen hier. Alles, was wir brauchen können, wird hier mitgenommen. Hier ist auch ein Etwas Bild. klein, das Foto, scheint aber richtig schnuckelig zu sein. Und er ist wohl beim Militär. Gleich und gleich gesellt sich gern. Ein knackiges Kerlchen. Bestimmt Fotomodell. Ob die Soldatin mit all den Typen hier was hat? Bis mal nicht, ne? Ein Kerl, der so gut aussieht, ist bestimmt Fan vom falschen Fußballverein. Naja, wir haben ja alle unsere Fehler. So wie der aussieht, ist der bestimmt nicht mehr zu haben und längst verheiratet. Aber das scheint die Besitzerin des Spinds nicht zu stören. So, da haben wir alles jetzt hier. Was ist denn das jetzt alles hier, ey? Da scheint ein Einsatzbefehl drin zu sein. Offensichtlich gilt für die gesamte Zugfahrt höchste Alarmstufe. Es wird mit dem Einsatz feindlicher terroristischer Elemente gerechnet. Deshalb schreibt der Einsatzbefehl sofortige Meldung aller Unregelmäßigkeiten vor. Offensichtlich bin ich nicht der einzige ungebetene Teilnehmer dieses Ausflugs. Gar nicht gut. Die Wachen werden jetzt bestimmt extrem aufmerksam sein. Hier steht noch was von der Sonderbehandlung der speziellen Gäste. Ob das die Gefangenen sind? Vielleicht finde ich meinen Vater ja wirklich an Bord des Zuges. Ich sollte mich besser beeilen. Achtung, Achtung! Alle Passagiere und eingeteilten Wachen begeben sich bitte in den Zug oder verhalten sich entsprechend ihres Einsatzbefehls. Der Zug fährt in wenigen Minuten ab. Tja, na prima, wisst ihr Bescheid. Mach halt das Ding auf hier. Oder geht das nicht? Wahrscheinlich nicht. So, dann machen wir mal raus hier, Mensch, wenn der Zug gleich abfährt. Ich will mich trotzdem noch schnell hier umschauen. Ein fünfstelliges Zahlenschloss. Das mit reinem Ausprobieren zu knacken, kann ich vergessen. Oh nee. 3, 5, 1, 2. Und? Ach so. 5. Ob das Schloss nun aufgeht? Nein, die Kombination scheint nicht zu stimmen.
Nee, was ist denn eigentlich jetzt hier mit diesem Brief? Hättest du den mal aufmachen können? Da scheint ein Einsatzbefehl drin zu sein. Offensichtlich gilt es wird mit dem... Offensichtlich bin ich nicht... Hier steht noch was von der Sonder... Ich sollte mich... Das kennen wir ja schon. Was ist denn das jetzt hier? Ein Funkgerät. Auf der Rückseite ist ein Aufkleber mit einer 15 drauf. Okay. Ja, Sibi, dann gucke ich mal, was habe ich jetzt hier vorne noch an Sibiden? Automaten? Der scheint kaputt zu sein. Wenn ich mir den Inhalt so anschaue, ist das aber auch kein Verlust. Nee. Hier ist irgend so ein D-Teil oder was das ist. Damit wird, Tee zubereitet. Genau. Mir ist jetzt eher nach Wodka. Sibi, Wodka. Nichts Verwertbares drin. Was haben wir noch? Das ist das D-Teil. Mir ist jetzt eher nach Wodka. Magst du das nicht mitnehmen, oder was? Oh, hier ist oben ein Schild. Ich glaube, diese durchgestrichenen Zigaretten sollen irgendwas bedeuten. Wenn ich nur wüsste, was. Hä? Na mein Gott, du darfst sie nicht rauchen, du dumme Kuh. Ist ja drauf. Alter Schwede, ne. So, eigentlich haben wir alles geguckt hier, gell? Dächte ich jetzt, dass so mal... Oh, dass dieser Durchgang schon immer da war, das weiß ich jetzt gar nicht, ey. Die beiden Gorillas da vor der Tür sehen nicht sonderlich sympathisch aus. Die Frage ist, lassen sie keinen aus dem Raum raus oder keinen hinein? In beiden Fällen könnte es interessant sein, da hineinzukommen. Ja, ich würde aber trotzdem erstmal irgendwie diesen Schlüssel, wa? Irgendwie hier. Und hier diese D-Kanne. Ich weiß nicht, aber mit dieser D-Kanne könnte man noch was machen vielleicht hier, wa? Irgendwie, irgendwann. Nee, dann gehen wir erstmal wieder raus hier. Und jetzt, wo wir jetzt so einen Strumpf haben, da können wir doch vielleicht irgendwie hier unten das dann an das... Wo war das? Ach, hier. Unten an das Rohr ranbringen. Moment, da gehen wir da mal durch. Dass wir dann den Schlüssel haben halt, ne? So. Hält es jetzt auch, oder was? Jetzt hält es auf alle Fälle. Und dann gehe ich hier wieder rauf. So, und dann wieder darauf. Und dann hier rauf. Wassermarsch. Und wieder hier runter. Und hier drehen. So. Hoffentlich ist der Strumpf ein Markenprodukt. Sonst war die ganze Mühe umsonst. Klebst du? So, das sollte reichen. So, und dann gehen wir da rum. So, und dann, wo ist er jetzt? Ach, hier. So, schauen wir mal. Haben wir jetzt einen Socken drin? Einen Strumpf? Der Schlüssel zappelt im Netz. Jawohl. Den Rest, der da auch drin zappelt, ignoriere ich jetzt einfach mal. Musst du machen wohl. Strumpf mit Schlüssel. So, den Umschlag. Dann, naja, gut, haben wir das aufgekriegt jetzt hier. Jetzt gehen wir nochmal rauf hier. Und dann geben wir das dem Kanalarbeiter. Ach Quatsch, Kanalarbeiter. Hier diesen Mann hier drin halt, ne? Dann, da freut sich bestimmt, wenn er einen Schlüssel hat. So, pass auf. Und da machen wir das mal. Ich habe hier Ihren Schlüssel. Ist zwar noch so einiges anderes mit in dem Strumpf, aber rausholen müssen Sie ihn schon alleine. Sie sind ein Schatz. Nein, wirklich, Sie haben mir echt den Hintern gerettet. Geben Sie mir noch 2 Minuten, dann bin ich hier fertig und wir können endlich los. Okay. Und meine Belohnung? Belohnung? Sie haben mir den Hintern gerettet. Reicht Ihnen denn nicht dieses Gefühl, etwas Gutes getan zu haben? Ja, doch, klar. Natürlich. Diese Brief würde ich gern aufmachen wollen hier. Aber, na gut. Gehen wir da raus. 2 Minuten. Also dieser Durchgang war da schon immer. Also ich weiß auch nicht, ey. Kann man hier nicht irgendwie diesen Brief mit diesen... Ich dachte eben, dass man das irgendwie hier so... erhitzen könnte. Mir ist jetzt eher nach Wodka. Also Wodka haben sie nicht, Madel. Ein Funkgerät. Auf der Rückseite ist ein Aufkleber mit einer 15 drauf. Nee, pass auf, jetzt bin ich ja verkleidet. Jetzt gehe ich dann, glaube ich... Ich weiß nicht, die Männer in Schwarz gehe ich, glaube ich, nicht. Ich gehe lieber gleich da lang, hä? So, da muss ich jetzt hier mal rein. Hier irgendwie... Panzer. Die nehmen Panzer mit auf eine Forschungsreise? Auf
was habe ich mich da bloß eingelassen? Das frage ich mich auch. Na, da lauern wir mit dem Zipfel hier. Hallo. Na, Genossin, geht's auch mit Nacht um Guska? Ja. Tja, was nimmt man nicht alles für ein paar Rubel am Ende des Monats in Kauf? Ja. Den Passierschein brauche ich noch. Mist, den habe ich wohl in der Umkleidekabine vergessen. Aber deswegen muss ich doch jetzt nicht noch mal extra zurück, oder? Doch, tut mir leid, Kameradin. Da kann ich leider nichts machen. Hm. Wenn's nach mir ginge, würde ich dich natürlich auch ohne alles reinlassen. Geht aber leider nicht nach mir. Die Jungs vom FSB reißen mir den Kopf ab, wenn das rauskommt. Na komm schon. Muss ja keiner rausfinden. Nee, das riskiere ich nicht. Hab Solotow schreien hören, armer Kerl. Solotow? Was ist mit dem? Wo ist der? Im Spielzimmer. Ich glaube, die haben den ganz schön durch die Mangel gedreht. Also beeil dich und hol den Schein. Ein paar Minuten hast du ja noch. Und wenn du schon dabei bist, schau doch mal, ob du den Zugführer findest. Der ist uns irgendwie abhanden gekommen. Hab ihn schon ein paar Mal ausrufen lassen, aber er kommt einfach nicht. Ich würde ihn ja auch selber suchen, aber ich darf hier leider nicht weg. Und beeil dich. Wir sind eh schon spät dran. Oh, jetzt müssen wir plaudern hier. Abfahrt. Der Zugführer ist noch nicht da? Nein. Vielleicht solltest du ihn noch mal ausrufen lassen. Klar, auch wenn ich mir nicht viel davon verspreche. 17 ruft 48, bitte kommen. Die 48, was gibt's? Ruf doch mal unseren Freund den Zugführer aus. Der ist immer noch nicht da. Schon wieder? 17, ja, 48. Ich kann auch nichts dafür. Okay. Der Zugführer möge seinen fetten Hintern endlich mal zu seinem Arbeitsplatz bewegen. Und zwar schnell! Hoffen wir mal, dass es was bringt. 17.48 und 15 war auf dem Teil gestanden. Da haben wir doch schon ein bisschen Code wahrscheinlich, wa? Aber nochmal, dem war der hier. FSB. Weißt du, was die Agenten hier machen? Arbeiten, nehme ich mal an. Ach nein, was du nicht sagst. Wir machen hier doch alle nur unsere Arbeit. Und die meisten von denen sind auch ganz nett. Sind doch auch nur Menschen, wie du und ich. Wenn du meinst. Ich glaube, die Frage nach den FSB-Leuten kann ich mir in Zukunft sparen. Traut sich ja doch keiner, was halbwegs Interessantes zu sagen. So, Wissenschaftler. Sind schon alle an Bord? Ja, fast. Ein paar Jungs vom FSB fehlen noch. Aber ansonsten müssten alle da sein. Die Wissenschaftler auch schon alle? Klar, die wurden ja ganz zu Anfang schon in den Zug gebracht. Warst du da noch nicht hier? Nein, anscheinend nicht. Gab's Probleme? Nö, eigentlich nicht. Aber einige waren auch so gut verpackt, dass ihre Möglichkeiten zur Gegenwehr nicht sonderlich groß gewesen sein dürften. Oh, ja, ist ja auch gut so. Hat man die denn alle zusammen in ein Abteil gesteckt? Ich glaube nicht, weiß es aber nicht so genau. Kann dir ja auch egal sein. Bist ja nur für deinen Abschnitt zuständig und nicht für die ganze Bande. Ja, da bin ich auch echt froh drüber. Wenn die meinem Vater auch nur ein Haar krümmen, hoffentlich komme ich auch ins richtige Abteil. Und wenn nicht, wie finde ich heraus, wo mein Vater ist? Und wie komme ich da hin? Naja, darüber kann ich mir Gedanken machen, sobald ich an Bord bin. So schaut's aus. So, was haben wir hier nochmal Zug? Sag mal, weißt du eigentlich, warum der Zug so schwer bewacht wird? Das weißt du doch. Haben sie uns doch lang und breit erklärt. Auch wenn ich nicht alles so wirklich glauben kann. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass die gefangenen Wissenschaftler alle für den Feind spioniert haben. Aber was soll's? Geht mich nichts an. Was ist denn deine Vermutung? Keine Ahnung. Finde es nur seltsam, dass die jetzt in so eine Forschungsstation gebracht werden sollen. Aber vielleicht sollen sie dort ja auch gar nicht forschen. Sondern? Wer weiß, was man da mit ihnen macht. Aber lass uns das Thema wechseln. Ich will da lieber gar nicht dran denken. Nein, ich auch lieber nicht. Jo, dann müssen wir mal irgendwie... Ich werde mich dann mal auf die Suche machen. Genau. Viel Glück. Irgendwie diesen Code. Oder was weiß ich, oder, ne? Männer in Schwarz. Da ist eine Türe. Na, da gehe ich lieber nicht hin. Da gehe ich lieber nicht hin. Mir ist jetzt eher nach Wodka. Naja. Also, ich guck das, probier das jetzt einfach mal aus hier mit dieser Türe. Weil ein fünfstelliges Zahlenschloss. Das mit reinem Ausprobieren zu knacken, kann ich vergessen. Ich brauche das Ding halt, ne? Also, wir haben 17, 4, 8, 15 zur Auswahl. Das sind aber 6 Zahlen. Dann nehmen wir mal die... Na, 7 haben wir auch nicht. Dann nehmen wir mal die 1. 1. 8 gibt's aber auch nicht. Die 4. 4. Und die 5. 5. Naja, dann halt nochmal... 1. 1, 4. 4. Ob das Schloss nun aufgeht? Nein, die Kombination scheint nicht zu stimmen. Schade. Und ich hätte gern mal hier diesen Briefenschlag aufgemacht. Macht sie denn nicht auf, die Lady?
Hä? Ach, guck mal hier. Dann wollen wir mal. Hier ist Nummer... Ach Gott, was... Ach so. 1748 hieß es, glaube ich, gell? Prima, 15. 15. Ach so, ja, ich genau. Ich rufe Nummer... Ach, jetzt verstehe ich, genau. 48 vielleicht? 48. Bitte kommen. Hier Zentrale, was gibt's? Ja, was gibt's denn? Tja, was will ich eigentlich genau? Könnte helfen, wenn ich mir mal darüber Gedanken mache. Mist. Oh, Mann. Warte mal. Ah, nee. Machen wir nochmal, hä? Dann wollen wir mal. Hier ist Nummer... 15. 15. Ich rufe Nummer... 48. 48. Bitte kommen. Hier Zentrale, was gibt's? Tja, was will ich eigentlich genau? Oh nein. Könnte helfen, wenn ich mir mal darüber Gedanken mache. Shit. Guck mal, hier nochmal ein Spind rein, oder was? Jetzt im Spind sollst du gucken, Madel. Tja, was will sie denn überhaupt? 1, 2, 3, 4 Männer sind hier. 4 Männer und die 4 Männer. Und dann haben wir die 15. Ja, ist dasselbe. Gehen wir nochmal hier. Tja, was machen wir jetzt? Gehen wir nochmal. Na, wir gucken nochmal. Haben wir irgendwas vergessen? Zack, zack, zack. Nö, vergessen haben wir nichts. Da gehen wir nochmal raus hier. Gucken wir mal, ob der Mann jetzt hier unten drunter weg ist. Was jetzt immer noch da? Brauchen Sie noch lange? Nein, ich bin gleich soweit. Dann kann es losgehen. Ach, das sitzt immer noch da. Herrlich, kenne ich mich bei Eimern. So, warte mal. Wasserhahn. Hier irgend... Wieso? Hier darf der Mann noch Mann sein und im Stehen pinkeln. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die in eine Rinne gepinkelt hat. Und nein, ich lege keinen Wert drauf, die Erste zu sein. Oh, schade, Mensch. Mach doch mal hier dieses Ding irgendwie auf. Oder warte mal, muss ich noch mal... Vielleicht das Netz. Wo ist denn das Netz überhaupt? Ach, das hat der Alte mitgenommen, gell? Oh, das hat der Alte mitgenommen. So ein Scheiß. Hat der Alte mitgenommen. Ah, Mann. Ja, das Netz ist nicht mehr da. Ich sollte mich besser wieder umziehen. Die Wache am Seiteneingang könnte sich sonst sehr wundern, mich plötzlich in Uniform zu sehen. Ja, dann zieh ich mal um Netz. Ach so, ja, vielleicht müssen wir ja nochmal plaudern mit dem Mann hier. Der Typ, der den Posten von Sergejs Kontaktmann übernommen hat, sieht extrem durchtrainiert aus. Da steht 29. Der Typ, der den Posten von... Ja. Huhu, ich bin's wieder. Juhu. Hi. Oh, da haben wir was zu plaudern hier. Na, wieder die Agenten halt. Kann ich Sie noch was fragen? Klar, jederzeit. Mir ist sowieso langweilig. Die beiden Männer, mit denen Sie hergekommen sind... Psst. Über die redet man besser nur hinter vorgehaltener Hand. Oder noch besser, gar nicht. Mhm. Oh, okay. Die sind vom Geheimdienst, oder? Können Sie schweigen? Ja, klar. Gut, ich auch. Okay, hab's kapiert. Aber Sie können mir doch zumindest sagen, wie die beiden heißen, oder? Wenn Sie mich dann mit dem Thema in Ruhe lassen? Versprochen. Gut. Fetisow und Radenko. Und wer ist wer? Ich habe mein Versprechen gehalten und lassen Sie mich damit in Ruhe. Hm? Wenn Ihnen Ihre Gesundheit egal sein sollte, meine ist mir wichtig. Hm. Vielen Dank für die Informationen. Gern geschehen. Bis bald. Na gut, da werden wir das, ich denke mal, dass wir die ausrufen müssen vielleicht und dann, dass die vielleicht dann, na wie soll ich sagen, weggehen oder der andere oder irgendwie so halt. Wir können mal gucken hier. Oder mal Nina. Dann wollen wir mal. Hier ist Nummer. Dann machen wir die 23. 23. Ich rufe Nummer. Dann mal die 31. 31. Bitte kommen. Wer sind Sie? Sie funken auf der falschen Frequenz. Hä? Machen Sie sofort die Leitung frei, bevor ich Meldung machen muss. Oh, das war wohl nix. Okay.
Okay, das war wohl nichts. Vielleicht jetzt nochmal, warte mal. Dann wollen wir mal. Hier ist Nummer 15. Ich rufe Nummer 48. 48. Bitte kommen. Zentrale, was gibt's? Ah, guck mal, jetzt hat sie was. Ah. Zentrale, rufen Sie bitte sofort die beiden Agenten Fetisov und Radenko aus. Sie sollen sich unverzüglich im Frachtabteil am Ende des Zuges beim wachhabenden Soldaten melden. In Ordnung. Vielleicht sollte ich mir nächstes Mal vorher überlegen, was genau ich eigentlich sagen will. Das ist, naja, ist ja hoffentlich nochmal gut gegangen. Ja, dann gehen wir doch rauf schnell, komm. Da war doch noch eine ich Türe. Ich sollte besser wieder die Uniform anziehen. Ja, mach mal. So, okay, da haben wir jetzt hier diesen Durchgang. Und wieder hier raus. Ach, guck mal, jetzt ist nämlich die Türe hier frei. Solotow. Der arme Kerl ist übel zugerichtet. Oh nee, das muss ja gar nicht sein. Eine Batterie. Ja, da würde ich sagen, hier tun wir jetzt speichern und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüssi.